hab gehört, das soll ganz lecker sein. Los, nehmt ihn. Ja, sehr schön. Und jetzt vorwärts. Weh, hier brennt nochmal was. Ich hab's fast geschafft. Go, go, go. Go, go, Gachetto Schwertkämpfer, Spindangriff. Hey, geht doch. Cool. Aha. Oh, das geht weiter mit Longarms Bollwerk. Warum schaut Longarm eigentlich so komisch aus? Warum hat er eine Glatze? Und so... Ich hoffe mal, dass das Schaum ist und kein langes Kinn. Ach, das ist bestimmt ein Bart. Hm, schon seltsam. Das schaut irgendwie komisch aus. Naja, schauen wir mal. Cool, Lady Catherine erklärte, dass Redham entkommen war, bevor wir die Abtei eingenommen hatten. Sie weinte über die abscheulichen Dinge, die er zu ihr gesagt hatte, als sie seine Gefangene war. Longarm erzählte uns von seiner Burg, die geschützt in der Mitte des Landes lag und bislang jedem Angriff standgehalten hatte. Die stärkste Burg nach dem königlichen Palast. Der Wolf, so ging das Gerücht um, hatte eben diesen königlichen Palast eingenommen und ihn nach seinen Wünschen umgebaut. Wir sollten zu Longarms Burg gehen und einen Weg finden, um den Süden vom Wolf zurückzuerobern. Wir wurden immer stärker und konnten jetzt nicht aufgeben. Sie scheiterten. Der Schakal sagte, dass sie sterben sollten. Aber ich hatte einen besseren Plan. Ich sagte ihm, dass er mit den Schweinen und ihren Streitkräften diese neue Armee angreifen sollte. Longarms Burg hatte eine Hintertür, und wenn die Schweine sie durchbrechen und die Zugbrücke herablassen konnten, würde die Armee des Schakals ins Innere eindringen und alle töten können. Meine einzige Bedingung war der Junge. Ich wollte ihn lebendig. Er sagte mir, ich sei schwach, dass mich meine Gefühle beeinflussten, dass ich sie ihn töten lassen sollte, dann sei alles beendet. Aber ich hatte das Kommando. Das war mein Krieg. Diese Belagerung, diese Burg, ist von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr es aushaltet, dann kann sich der Krieg vielleicht zu unseren Gunsten wenden. Longarms Bergfestung wurde oft als uneinnehmbar bezeichnet, aber die gegen uns kämpfenden Streitkräfte sind stark. Und der Schakal kommandiert die Truppen des Schweins mit einem beunruhigenden Selbstvertrauen. Naja, die Burg vom Wolf wurde auch damals als uneinnehmbar bezeichnet und... Burganlagen sind alles, was ich hab? Oh mein Gott. Ist es jetzt etwa eine reine Kampfmission auf Verteidigungsseite, also ohne irgendwelche Wirtschaft oder so? Greift den Feind an, um ihn zu besiegen. Oha, gibt's auch andere Ziele, den Feind, warum man den Feind angreifen sollte, okay. Bevor ihr eure Villa erreicht, okay, verwendet Pech von... Okay, jetzt dürfen wir auch mit bösen Feuer spielen. Aha. Willkommen zurück, mein Herr. Ich bin so erleichtert, dass unsere künftige Königin unversehrt ist. Hier in Lord Longarms Festung wird sie sicher sein. Mir wurde gesagt, sie sei uneinnehmbar. Hier werden aber echt tolle Sachen gesagt, muss ich sagen. Soll ich... Ich darf nichts bauen, oder? Doch, ich darf bauen. Cool. Pech. Pech, 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 Pech. Da machen wir gleich mal ein bisschen Pech, das oder? Das kann da nicht platziert bisschen mehr Pech, werden, meine ich. So. Ein paar mehr Nahrungsgebäude. So, können wir hier noch ein paar Käse reinbauen. Und, ja, das reicht erstmal. Häuslis sind immer wichtig, wissen wir ja. Der Schakal sieht zuversichtlich aus, Sire. Aber die Hauptmänner sind zuversichtlich, dass unsere Wälle sie zurückschlagen werden. Der Feind greift an. Oh, nö, doch nicht jetzt schon. Wo? Wo? Wow. Aha. Ach, da. Oh Gott, hat er viele Bogies. Warum habe ich niemals so viele Bogies, wenn ich irgendwie angreife?
Oh ja. Euer Zeichensaier? Du gehst weiter hoch. Genau unsere wie du. Unsere Sehnen sind gewachst. Ja. Euer okay. Befehl, Sire. Ich würde mal sagen, ich schicke alles auf die äußeren Welle. Solange die, solange die noch nicht Sire? Durchbrochen sind, ist das ja ziemlich sicher, nehme ich mal an. Eure treuen Bogenschützen. Was sind das für Leute? Was seid ihr für komische Leute? Habt ihr einen Ausweis? Augen auf, Männer. Da kann ich nicht hin, Sire. Habt denn die überhaupt eine Mauer hier? Ziehen los. Ich meine keine Mauer, ich meine Dingens Treppen. Ich darf keine Treppen bauen. Das ist ja grauenvoll. Der Feind greift an. Warum darf ich keine... Doof. Bogenschützen vorbereiten. So viel zu meinem Plan. Bogenschützen in Bewegung. Aber hier darf ich was draufbauen. Ja toll, das ist ja so gut geschützt. Rauf auf die Welle. Hier kann was hoch. Gut, dann kommt ihr eben mit dahin. Soll mir auch recht sein. Unsere Bögen werden singen. Da kann ich nicht hin, Sire. Ja, jetzt könnt ihr rauf. Jetzt wird er nicht mehr. Wie gemein. Rauf auf die Welle! Passieren schon böse Sachen? Ach, die kurzsichtigen Katapulte. Ah, das ist doch gut. Die Nahkampfkatapulte. Die haben bestimmt so einen Rambock auf hinten auf der Schleuder drauf. Stellen sie vor die Mauer und bums, bums, bums. Ach, wie schön, die laufen direkt an dem Pfeilfallen vorbei. Dann, das beruhigt mich ja. Der Feind greift uns von hinten an. Wie kann oh, das sein? Oh. Es scheint, als habe der Schakal einen geheimen Weg durch die Berge gefunden und Graf Swinefoots Männer marschieren, um eine zweite Front zu eröffnen. Der Feind greift an. Ich weiß nicht, ob ich die zwei Bogenschützen jetzt zurückziehen soll. Eigentlich machen die ganz gute Arbeit da vorne, schon an dem Vorderwall. Ich hatte schon fast gedacht, das Katapult schießt bis dahinter. Und kann die Triebwerke schieben. Cool. Das hat schon was. Ich wüsste auch gern, wie toll das Gefühl ist, einen Triebwerk zu haben. Boah, ja, wir hatten ja bis jetzt noch nie einen. Woran könnt ihr das bloß werden singen. Haben wir Kerzen? Die Menschen haben wir wahre Kerzen? Für euch, ja, wir haben genug Kerzen. Wo war ich stehen geblieben? Stimmt, ich wollte... Mein Herr, vielleicht können wir mit dem Pech aus den örtlichen Sümpfen Fallen herstellen? Es ist ein grausames Zeugs, aber die Zeiten sind hart. Oh, böse. Schießt der? Ach du Scheiße, die Triebböcke haben wirklich Reichweite. Oh, oh. Schießt ihr? Können wir den abschießen? Oh, oh. Oh, oh. Bogenschützen unterwegs. Oh, oh. Eure treuen Bogenschützen. Das ist doof. Das ist doof. Das ist wirklich hier. Eine Kuh? Wow. Jetzt bin ich beeindruckt. Ja, Sire. Anfeuern. Lass es in Rauch aufgehen. Ja, toll. Jetzt sind sie durch. Na, ein bisschen was hat's gebracht. Der Feind greift an. Das ist schon ein wenig übel. Okay, Tribocke sind wirklich böse. Im Gegensatz zu Katapulten. Und... Aua, hörst du mal auf? Also ernsthaft mal. Puh. Ich wollte auch Militärgebäude bauen. Ich bin total aus dem Konzept. Machen wir erstmal eine Waffenkammer. Dann wichtig, Bogenmachereien. Ich kann da nur, ja, da gehen nur Bögen. Dann Rüstungsschmieden. Und Schwertschmieden. Dass wir ein paar Rüstungen reinbekommen. Was können wir denn alles in Einheiten bauen? Schwertkämpfer wären schon mal eine tolle Idee. Ja. Jäger. Der Feind greift aha, die brauchen auch ein Schwert zusätzlich zu ihrem Bogen. Das sind wahrscheinlich, na gut, die sind im Fernkampf und im Nahkampf effektiv, nehme ich mal an. Ist eine schöne Idee. Jäger, auf die Beine. Oh, die bräuchte ich dann, wenn dann eigentlich nur... Bäh.
Jäger, wir bewegen uns. Ich weiß nicht, ob die stärker im Fernkampf sind. Jäger, auf die Welle. Werde ich wohl rausfinden, oder? Eure treuen Bogenschützen. Ansonsten, oh. Rauf auf die Welle! Unsere Bögen werden singen. Wurden ja schon böse Sachen gemacht. Ach, das sind ja auch böse Katapulte. Das erklärt was. So. Ich denke mal, gegen die Tribocke würden mich Nahkämpfer schützen. Ja, Sire. Ach, die bleibt mir stehen, schade. Ich dachte, ich könnte was anzünden. Aber apropos das anzünden. Das Sumpffieber hat die Arbeiter unserer Pechgräben befallen, mein Lord. Sie sind alle krank. Oh nö. Aua. Hat was ganz groß Buben gemacht. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch eine Schwertschmiede mehr machen, dass wir diese komischen Marschländerjäger bauen können. Vielleicht bringen die sogar einiges. Hört sich eigentlich toll an. Da haben wir schöne Fallen. Kann ich... Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Hauptmann? Aber Armbrustschützen kann ich auch keine bauen, oder? Das ist doof. Was ich auch sehr doof finde, ist, wenn diese Mauer fällt, die ich noch nicht mal bemannen kann. Die ist eigentlich schon gefallen. Oh oh. Oh oh. Was wünscht ihr? Piki. Setzt die Klingen ein, Männer. Das seid ihr ja. Niemand kommt vorbei. Es geht los. Haltet die mal ein wenig auf. Die Bogenschützen sollen länger drauf feuern. Ich mag keine Schwertkämpfer so auf Tuchfühlung. Ja. Piken bereit machen. Lordschaft, kommst du mal? Geht nicht, Sire. Oh, nö. Unsere Sehnen sind gewachsen. Auf mein Zeichen. Hauptmann, wir haltet ihn uns auf. Er ist böse. Er ist besessen. Ich weiß es. So, und ach du, ach du, nein, nicht alle, nicht alle. Unsere Sehnen sind gewachsen, wir sind bereit. Oh Gott. Der läuft hier weiter gechillt durch. Vorbereiten, rauf auf die Welle. Welle, Welle, Hosenstelle. So, Kerze. Der Feind greift an, der Feind greift an, der Feind greift an. Ja, ist ja gut. Ruhig bleiben. Baumeistergilde. Das hört sich schon mal... Ah, Eisen abbauen. Vergesse ich auch total. Dann gibt es noch... Häuslis wollte ich noch machen. Wohnbeliebtheit. Irgendwie passen hier keine Häuslis mehr hin. Das ist doof. Tante Emma, bitte ein bisschen schneller. Dankeschön. So, alles schön Platz machen und das müsste das so hin. Das kann da nicht platziert ja, werden. Ja, ich finde, das reicht erstmal so. Okay. Ja, marschieren, Männer! Och nö, jetzt haben die alle abgeschossen. Das ist doof. In Ordnung, Sir. Könnte die anschießen. Stimmt, reparieren hätte ich auch können vorher. Es geht ja mitten im Kampf. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Oder auch nicht. Baue Tribok auf! Och nö, nicht schon wieder Tribok. Er macht denn so einen Scheiß. Ihr da, wenn ihr schon so rumsteht. Ist euch schon mal was aufgefallen? Ich vergesse sehr oft zu speichern. Zumindest vergesse ich immer zu speichern, kurz bevor es abstürzt. Was für eine Ironie. Also, Also, mittlerweile habe ich ja schon gesagt, ich weiß, woran es an den Abstürzen liegt. Das hat was mit Fraps zu tun. Weil, wenn ich es ohne Fraps laufen lasse, habe ich mal so einen Testlauf gemacht. So ein, zwei Stunden laufen lassen, einfach im Leerlauf. Zoom 03, ohne Fraps, funktioniert einwandfrei. Oh nö, nicht das schon wieder. Ich glaube, das schneide ich eben kurz raus.
zurück, mein Herr. Ich bin so erleichtert, dass unsere künftige Königin unversehrt ist. Hier in Lord Longarms Festung wird sie sicher sein. Mir wurde gesagt, sie sei uneinnehmbar. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Die Männer sind guter Dinge. Da schmier ich mir gleich die Nippel mit Nutella ein, so erregt mich das. Also, ich hab mir mal überlegt, ob ich... Na, das jetzt rausschneiden soll, bis zu der Stelle, wo wir waren. Aber es ist so eine Sache, ich werde das, denke ich mal, jedes Mal anders angehen. Ich werde es jetzt auch ein bisschen anders machen als letztes Mal, da ich jetzt ein bisschen Vorwissen habe. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das eben schnell. Sehr viel war das jetzt eh nicht, was verloren gegangen ist. Ich glaube, 10 Minuten, 15 Minuten. Ich glaube, sehr viel mehr dürfte es nicht sein. Und von daher machen wir das nochmal so. Wir machen das sowieso anders als letztes Mal. Von daher könnte es nochmal ein bisschen interessant sein. So ist's. Und... Der Schakal sieht zuversichtlich aus, Sire. Aber die Hauptmänner sind zuversichtlich, dass unsere Wälle sie zurückschlagen werden. Der Feind greift an. Wo hat er den Tribut aufgebaut? Außerhalb. Ich bräuchte irgendwelche schnellen Einheiten. Die dann mal ein bisschen rumstressen können. Geht wieder dahinter. Und diesmal denke ich auch dran, ein bisschen öfter zu speichern. Das könnte es sehr gut helfen. Brauche ich wirklich diese Marschländerjäger? Ich glaube, Bogis alleine reichen. Und ein paar... Was sollen wir bauen? Schwertkämpfe und Pikiniere, oder? Was wäre besser? Um die Katapulte kaputt zu machen. Wir bekommen ja eh langsam Ehre, also würde ich sagen, bauen wir hin und wieder ein paar Schwertis. Also kack auf die Marschländerjäger. Hybrideinheiten sind jetzt nicht so wichtig, spontan. So, jetzt noch schnell Hausis und Markt, das ist wichtig. Der Feind greift an. Hoppa, bus. Hm. Mir wurde auch mal gesagt, dass ich eher weniger mit dem Markt arbeiten soll, weil das die Balance kaputt macht. Finde ich jetzt auch ein wenig seltsam, weil, jetzt ganz ehrlich, stellt euch mal Stronghold ohne Markt vor. Nein, stopp, nicht aus dem Fenster springen. Himmel, Herrgott, ich hab's doch nur gesagt vorstellen. Es bleibt doch ruhig. Weil das Stronghold Crusader ohne Markt wäre scheußlich, aber Stronghold 1, na gut, ein bisschen könnte man sich vorstellen, aber der Markt gehört einfach dazu. Das Ein- und Verkaufen ist einfach Bestandteil von Stronghold, war es schon immer. Wenn man halt sich Sachen einkaufen konnte, wie Waffen, dann hat man das eben gemacht, weil es einen Vorteil bringt. Und verkaufe ich gerade Steine, obwohl hier gar keine Steinbrüche sind. Das war schlecht. Das war doof. Ach, die laufen wieder an den Pfahlfallen entlang. Ich bin zufrieden. Mein Lord, der Feind greift uns von hinten an. Wie kann das sein? Mein Herr, es scheint, als habe der Schakal einen geheimen Weg durch die Berge gefunden und Graf Swinefoots Männer marschieren, um eine zweite Front zu eröffnen. Der Feind greift an. Wahnsinn. Ja, euer Befehlshaber. So. Die Streitkolbe sind jetzt um eine schnelle Eingreiftruppe. Ich werde die einsetzen, sobald... Wo ist der Kampf? Bauen die den schon da hinten auf? Ah, die bauen... Ich glaube, die Reichweite reicht nicht bis hier vor, oder? Ich glaube, die bauen den auf, um diese Dinger hier kaputt zu hauen. Nehme ich an. Sieht so aus. Da habe ich nochmal Schwein gehabt, weil ich glaube... Mist, die Reichweite reicht, glaube ich sogar. Oh, Mann. Das ist ja doof. Das ist alles doof. Auf die Plätze, Männer. Hinter. Wir bewegen uns. Mein Herr, wenn man den Pech aus dem Kopf nicht Fallen herstellen, ist es ein grausames Zeug. Aber die sind oh, harte Dinge sind nicht so toll, oder? Phew. Streitkolben bereit. Jetzt fällt mal aus und macht diesen bösen Tribok weg. Der nervt mich. Der beleidigt mich. Wo gibt's Ärger? Der ist nicht nett zu mir. Wie sollen wir denn dahin? Was ist denn los? Wo ist der Kampf? Jetzt kommt schon. Einmal außen rum und jetzt drauf. Wie kriegen wir? So B. Kann ich reparieren? Das wäre toll. Zu nah am Feind umgebaut werden zu können. Nee, war ja klar. Streitkolben mal irgendwas zu Mimimin. Darf ich die Lage kaputt machen? Zeigt's ihnen! Macht den Streitkolbenkämpfern!
Mwahaha. Wo ist der Kampf? Sind bereit. Der Feind greift an. Wir kommen in Frieden. Na toll, jetzt ist die Mauer weg. Wo gibt's Ärger? Habt ihr toll gemacht. Seid ihr jetzt stolz. Bewegung. Jetzt ehrlich. Ich finde das nicht sehr nett von euch. Kerzen. Speichern. Absturz-Shave. Aktivieren. Ja? So, übrigens, was können wir eigentlich alles kaufen? Weil ich kann jetzt mal ein bisschen die Steuern verbessern, weil wir brauchen jetzt eh nicht so schnell Bauern. Was können wir eigentlich alles kaufen? Können wir auch Waffen kaufen? Ja, Armbrüste würde nichts bringen, aber wir können Bögen prinzipiell kaufen. Das ist schon mal was Tolles. Jetzt haben wir schon mal weniger Gold, das heißt sparsamer. Jetzt brauchen wir aber Bauern. Toll. Der Feind greift an. Wir haben gute Gebäude. Cool, dann machen wir gleich ein paar mehr, oder? Können wir noch gute Gebäude bauen? Nö, natürlich nicht. Wenigstens ein bisschen was. Na, bumm, bumm, bumm. Ja, ist ja gut. Und ich soll jetzt wirklich die ganze Zeit lang aushalten? Boah, 30 Tage. Das zieht sich bestimmt lange. Oh, ja. Das hab ich meine Armbrust? Arbeiter unserer Pechgräben befallen, mein Lord. Sie sind alle krank? Oh Gott, hab ich gerade... Oh! Die Spielgeschwindigkeit geht höher zu stellen. Oh mein Gott, seit wann geht denn das? Gab's irgendeinen geheimen Patch? Gab's wahrscheinlich irgendeinen Patch, den ich nicht mitgekriegt habe. Man kann die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Oh, interessant. Okay, was ist normal? Nehmen wir mal, das hat normale Geschwindigkeit, oder? Ich habe ganz vergessen. Die wird auch nirgendwo angezeigt. Wird jetzt nicht gezeigt, welches jetzt das normalere ist und welches weniger. Euer Befehl? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Oh, nein. Weg, böse. Aus. Schwertkämpfer. Männer an die Waffen. Einer? Neue Befehle, wollte ich gerade sagen. Der Feind greift an. Wo ist er? Feind greift an. Ach, tot. Der Feind greift an. Ich diene euch gut. Da müssen wir gar nicht so lange warten, oder? Brenn. Hey, und es geht gut voran mit unserem Geld. 1, 2, 3, 4, 5. Rekruten werden benötigt. Da stellen wir einfach eine schön große Armee unten auf, die alles abfängt. Hier halten wir hoffentlich noch eine Weile aus. Solange da hier keine Tribok geschickt wird, das eigentlich... Oh, schon ein Loch in der Mauer. Ups. Aber es hält noch. Baue Tribok auf! Oh nö. Oh cool, so viel kann der jetzt auch nicht mehr von hier aus reintreffen. Eure treuen Bogenschützen. Oh, das sei noch nicht mehr versichert. Ich speichere nochmal. Absturz-Shave. So, die werden abgeschossen, genau wie die. Was können wir denn so schön an Fallis bauen noch? Oh Gott, sind das viele Bogenschützen. Werdet ihr uns brauchen? Oh ja. Auf euren Befehl. Aber wie? Mit erhobenem Haupt. Ja toll, jetzt brechen Möge sie schon durch. Mit uns sein. Ups, das wollte ich nicht drücken. Ich wollte jetzt eigentlich die Sicht verkleinern. Unsere Sehnen sind gewachsen. So, stellt euch mal hier auf und schießt gegen. Ja, ich kann nicht brauchen, dass die hier durch meine Länder reinlaufen. Ich meine, wir verlangen niedrigere Steuern. Ja, oder zumindest sehr bald. Der Feind greift an. Ich will deinen Kopf haben. Jetzt und zumindest sehr bald. Bereit. Kannst dich entscheiden. Schlagt sie nieder. So, aufhalten. Bogenschützen geben Deckung. Es könnte gut gehen. Könnte. Rekruten werden benötigt, Sire. Männer an die Waffen! Der Feind greift an. Wir brauchen jetzt der mehr Bogis an dem Ball. An. Gehen in Gott. Stellung. Oh Gott. Okay, Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer. Augen auf, Männer. Oh nö. Die haben ja jetzt
Da kann ich nicht hin, Sire. Die haben wir jetzt hier kaputt gemacht. Rauf auf die Welle! Ich würde schon fast sagen, wir können uns zur letzten Verteidigungslinie zurückziehen, oder? Wir sind bereit. Oh Gott! Ja, nee, überhaupt nicht viele Bogenschützen oder sowas. Himmel, Herrgott. Himmel, Arsch und Zwirn. Bogis, ich brauche mehr Bogis. Bogis an die Macht. Ich muss da irgendwie ein bisschen gegenhalten können. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Boah, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ja, spiel du ruhig auf deiner schönen Flöte weiter. Oh, wir haben doch so viele Bögen. Ach, wir haben bloß keine Bauern. Wir haben doch so viele Kerzen, maximal Gottesdienste. Haben wir Bier? Nö, also keine Schenken. Irgendwas zum Anbrennen. Könnt ihr das anbrennen? Schützen, vorbereiten. Ihr könntet das sogar anbrennen, das ist cool. Dann mache ich einfach mal ein ganz großes... Das kann da nicht platziert werden, my lord. Flambe. So. Zeigen wir mal, wie heiß unsere Gesellschaft in dieser Burg ist. Super zu kommen. Speichern wir nochmal? Ja, ich speichere jetzt viel. Gebt uns nur ein Ziel. So, bleibt mal ein bisschen hinten. Ziel los! Bauern werden benötigt, Sire. Mein Geld. Schwertkämpfer, vorwärts! Der Feind greift an. Schwertkämpfer, vorwärts! Upsi. Lasst es brennen. Da brennt es ein bisschen. Phew. Hey. Hey. Okay, das macht jetzt wieder Spaß. Die Menschen schätzen euch sehr, mein Lord. Das hat's gebracht, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, es hat aufzubrennen, wenn die Katapulte kommen, oder? Wir sind eure, ich hoffe, die schaffen Leute. Eh nicht sehr viel. Bereit. Ja, ich würde sagen, das brennt ganz gut. Diesmal kommen noch Schilde mit, das gefällt mir nicht so sehr. Mehr Bogis, das gefällt mir wieder mehr. Und ein Schwerti noch. Unsere Sehnen sind gewachst. Auf die Plätze, Männer! Erwarte Befehle! So. Für den Ruhm! Werdet ihr uns brauchen? Oh, wir haben noch gar nicht drei Schwertis hier. Zieht euch mal zurück und lasst die Gegner näher kommen. Sie sollen sich noch ein bisschen schwächen, bis sie ankommen. Neue Befehle, Schwertkämpfer, vorwärts! Und jetzt gegen. Oh Gott, da kommen noch mehr. Das wird jetzt echt doof. Das wird doof. Ich glaube, fallen darf ich ja keine mehr bauen, oder? Ja, zu nah am Feind. Okay, Spielgeschwindigkeit mal stark runter. Geht das? Hm, weiter runter als so geht nicht. Ich glaube, das ist Normalgeschwindigkeit. Kann das sein? Okay, toll, aber wir haben kaum noch Ehre. Wie schaut's mit der Ehre aus? Ehre, Statuen. Ich stelle meine Schwertkämpferstatue auf, wir wollen ja viele Schwertis haben. Bankettgebäude sind jetzt nicht der so meins. Feind greift an. Waffen werden benötigt. Genau, Schwertis. Schwertis sind die Macht. Erwarte Befehle. Marsch! Stellt euch ihnen entgegen. Wir kämpfen tapfer. Diesen Schweinen, im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl, das Schwein ist, glaube ich, von links und von unten ist... Ach, ist mir eigentlich egal. Wir bewegen uns. Hier fehlt mir so ein bisschen die Charakterisierung. Ich meine, bei Stronghold 1 wusste man immer, jetzt greift mich gerade das Schwein an oder das ist die Ratte. Man wusste halt immer, die Gegner hatten alle so ihren Charakter gehabt. Und kamen auch immer diese schönen Einblendungen, die ja auch fehlen. Das sind halt alles so... Deine Details. Lasst euch meinen Stahl schmecken. Bauern werden benötigt, Sire. Ja, dein langer Stahl. Ich will gar nicht wissen, was dein Stahl ist.